Mahlzeit. Moin. Kann ich helfen? Ja, definitiv. Ja, Sind wir wieso? hier gerade alleine? Ja. Ist das so? Ja. Ja? Ja, ich bin alleine. Oh, sehr schön. Wunderbar. Wie kann ich denn helfen? Ich habe mal eine Frage. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Wieso? Wieso? Wie, wieso? Ich habe mir jetzt mal wirklich eine Frage. Haben Sie wirklich noch alle Latten am Zaun oder so? Hä? Wenn Sie mir konkret sagen, worum es geht, dann kann ich Ihnen auch sagen, ob ich noch alle Latten am Zaun habe, ja? Ja? Das Ding auf Twitter? Dass ich die BW-Pressemitteilung, also die Stellungnahme veröffentlicht habe. Ja? Ja, das ist ja nur derzeit nun mal die im Moment noch gültig ist. Hat Herr Master nicht gesagt, dass die Bundeswehr eine offizielle Stellungnahme Nachreichen wird. nachreichen wird? Ja. Ja, dann postet man doch nicht das, was jetzt ist. Das ist doch nicht das Offizielle. Jeder voll. Gestern hieß es, zur Was? Zeit, solange die neue Stellungnahme nicht Alter, sag mal vorliegt, wirklich, hat die denken Sie Gültigkeit. ernsthaft nur von 12 bis mittags? Stand die Schaukel wirklich nur einen halben Meter von der Hauswand weg damals? Herr Hä? Sentenzer, bleiben Sie doch mal bitte ruhig. Wir können uns Nein, doch nein, bleibe ich nicht. unterhalten. Ich verfasse mich gleich wieder an alte Zeiten. Dann prügel ich Sie hier windelweich, bis Sie irgendwo, weiß ich nicht, auf dem Mars aufwachen. Ja, okay, nichts gelernt aus dem Ding gestern. Nichts gelernt aus dem Ding? Ja, Ja. anscheinend haben Sie nichts gelernt. In keinster Art und Weise. Sie haben absolut nichts gelernt. Wie lange es gebraucht hat, dass es bei Ihnen Klick macht, dass Sie gegenüber der Zeiteinteilung eines jeden Bürgers hier von seinem beruflichen, privaten oder sonst was Leben gecheckt haben, dass es nun mal unmöglich ist, immer getimt Das zur habe selben ich. Zeit, zur selben Ort zu sein. Nee, Das. das haben Sie bestimmt drei, viermal wiederholt, Ja, bis Sie aber es das habe ich doch irgendwann gerafft verstanden. haben. Das habe ich doch Wenn Sie verstanden, es Herr von Sentenzer. vornherein verstehen, dann wird man sowas nicht erwähnen. Wenn man das von vornherein erweist, dann erwähnt man sowas ja noch nicht mal. Das mag ja durchaus sein Ein und Mutterschwert. ich habe ja auch Verständnis für Ihre Situation. Na, das habe ich Ihnen ja gestern schon versucht zu sagen. Nur ist es im Moment so, dass dies im Moment immer Nein, noch ist die es nicht, offizielle ist es nicht, Stellungnahme ist. ist es nicht, es ist nicht Wollen die wir zur offizielle Regierung gehen? Wollen Stellungnahme. wir zur Regierung gehen und das Ganze klären? Es wurde doch gestern Herr ausdrücklich Sentenzer, lasse gesagt, ich Sie bitten, jetzt erstmal dass. einmal weniger zu Mensch, halt schweigen die hier. Fresse! Okay, Es dann würde ich wurde Sie gestern bitten, sind Sie ausdrücklich offiziell hier? gesagt, Sind Sie dass. offiziell hier? Ansonsten würde ich Sie bitten, mein Gelände zu Mensch, verlassen. halt die Danke. Fresse, Alter. Ich hole gleich meine Mannschaft her, dann verlässt du das Gelände. Habe ich keinen Klemmer mit. Nee, Alles klar? Moment, Ich rufe Moment, wirklich, ich rufe eine erstmal. Sperrzone aus. Ich kann Für alles was? machen. Für Mensch, was? rück Für dich was? rein da in dein Gebäude. Alles klar. Ja, da kannst du Polizei rufen, wie du willst. Das bringt nichts. Mein Gott. Brauchen wir nur mit dem Finger schnipsen. Ja? Lass ich dich über den Damm fallen. Wollen Sie Jetzt sich gleich bitte ein jetzt Double runterfahren? hältst hier. Ich unterhalte mich hier. Quatsch mir nicht dazwischen Fahren Sie rein. sich bitte runter? Dann quatschen Sie mir nicht rein. Nee, Sie sind nicht auf meinem Gelände. Und sind jetzt nicht offiziell hier. Ich Nicht bin in. offiziell hier. Ja, okay. Ist das ein Einsatz? Nein. Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Nein. Dann Würde ich jetzt gerne mit Ihnen zur Regierung fahren und das Ganze klären. wollen Ob Sie, dieses ist das, Dokument im ist, nee, Moment warten Sie noch mal offiziell. kurz, Herr von Ork hier, Alter, ja? Ich weiß nicht, der Herr hier, Mr. Klugscheißer. Sie meinen, ich bräuchte einen Durchsuchungsbefehl, dass ich hier auf dem Parkplatz fahre, vor Ihrem Gebäude mit einem Mitarbeiter rede? Dafür Ja, wollen Sie der mir Ton sagen, macht die ich bräuchte Musik. dafür einen Der Ton Durchsuchungsbefehl? macht die Bei Musik. Ihnen stand anscheinend die Schaukel auch, ne? Anscheinend Ja, nur bei 10 Ihnen. Zentimeter von der Hauswand Ja, entfernt, und bei wa? Ihnen in der Hauswand unten im Keller anscheinend, oder? Würden Sie sich jetzt runterfahren, oder was? Mensch, ich hab doch schon mal gesagt, quatsch mich nicht von der Seite voll. Ja, ich So. habe Ihnen auch nicht das Du Und angeboten. Mr. Ork, wie Ja. gesagt, Herr McMaster hat ausdrücklich gesagt,
Eine offizielle Stellungnahme wird nachgereicht. Das bedeutet doch dann auch gleichzeitig, dass diese Stellungnahme nicht offiziell ist. Doch. Das hieß, und das kann ich, ich habe das Ganze ja mitgefilmt. Ne? Pass mal auf, du Klugscheißer. Wenn ich irgendwo ein Diplom erwäge und da hat der scheiß Dekan nicht drunter unterschrieben, das bei irgendeinem Arbeitgeber abgebe, dann ist das Dokumentenfälschung und da kann ich nicht einfach sagen, ja sorry, da hat der Dekan das Unterschrift vergessen, wird nachgereicht, aber das ist trotzdem offiziell. Willst du mich, weiß ich nicht, wo lebst du? Das war die Aussage der Bundesregierung, dass das Statement richtig, vorab, genau, offiziell ist. Bis das nachgereichte Dokument ist, ist dieses Dokument im Moment offiziell. Richtig. So, und nichts anderes habe ich veröffentlicht. Erstmal entscheidet die Bundeswehr, welches Statement offiziell ist und welches nicht. Ja? Das war Entscheidung der Bundesregierung. Da drehen wir uns im Kreis, ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir drehen uns nicht im Kreis. Doch, wir drehen uns im Kreis. Nee, wir drehen uns nicht im Kreis, Sie nehmen diesen scheiß Twitter-Post jetzt runter. Nee, definitiv nicht. Aber nicht, aber definitiv nicht. Definitiv nicht, Herr Sentenza. Da können Sie sich auf den Kopf stellen. Okay, gut. Ich habe andere Mittel. Gut, dann nutzen Sie die. Wollen Sie das? Durchaus. Da lasse ich es jetzt echt mal drauf ankommen. Habe ich keinen Klemmer mit. Habe ich keinen Klemmer mit. Ich auch nicht. Dann sind wir auf Augenhöhe. Sind wir auf Augenhöhe? Ja, in der Situation auf jeden Fall, also in der Meinung. Okay, gut, ja. Wenn Sie das wollen. Ja, da können Sie gerne Ihr Glück versuchen. Ja. Hallöchen. Ja, bitte. Machen wir. Ja. Gut. Ja, dann können wir mal kurz warten, das wird schon da angenommen. Nein, nicht von der Kohle. Sind wir dann hier fertig oder geht's noch weiter? Ich bin ja gerne bereit, weiter mit Ihnen zu diskutieren oder darüber zu reden. Ich will ja nicht unbedingt diskutieren, aber ich höre mir gerne an, was Sie zu sagen haben. Hä? Ich höre mir gerne an, was Sie zu sagen haben. Sind wir dann hier fertig? Oder? Ja, anscheinend geht das, was man Ihnen sagt, da rein, da raus. Ne? Das Einzige, was hängen bleibt, ist, die Exekutive in jegliche Belangen schlecht zu reden. Ist das eigentlich Ihr Auftrag? Sind Sie damals aus dem Ei gepellt bekommen hat und hat irgendeine innere Stimme Ihnen damals gesagt, ich bin dazu bestimmt, ja, irgendwann mal der Exekutive so weit auf den Sack zu gehen, um der Bevölkerung klarzumachen, dass wir eigentlich besser ohne Exekutive sind und uns von der Kriminalität in Dortmund führen zu lassen. Ja, Ich habe doch die Bundeswehr überhaupt nicht schlecht geredet. Haben Sie dem Herrn Nandes auch schon so den Arsch aufgerissen? Wer ist denn da? Mensch ins Kindesalter, ruf deine Eltern an, wenn du irgendwelche Probleme hast. Und nicht mich. Mensch, halt die Schnauze. So. Gut. Geht's Ihnen jetzt besser? Was? Geht's Ihnen jetzt besser? Nee, noch nicht ganz. Okay, dann lassen Sie weiter Dampf ab. Ja. Also jetzt erklären Sie uns mal, wo haben wir die Bundeswehr schlecht geredet? Ja, mit Ihnen rede ich nicht, Sie Pfeife. Ja? Also, okay, dann verlassen Sie jetzt mein Gelände. Dass Sie sogar noch ein Dispatch an die BW schreiben. Nö, ich habe nicht an die BW gemacht. Was haben Sie nicht? Naja, eigentlich war er an der Justiz gerichtet. Ach so, okay. Naja, gut. Auf jeden Fall kam das Ding zur BW an. Alter, bitte einmal jemand zu 9TV, ein sehr aufgeregter Sentenzer bei uns, der uns anschreit. Also ganz ehrlich. Ja, also, ja, weiß ich nicht, Alter. Ne? Naja, gut. Ja, merken Sie es noch?
Das entspricht doch auch der Wahrheit. Das entspricht doch auch der Wahrheit. Da ist doch auch nichts gelogen. Richtig. Und auch nichts schlecht gemacht. Ja, ja, alles gut. Ne, ich meine nur, dass das halt zu bewegen ging, der Dispatch. Ne? Ja, ja, als wenn ich das nicht lesen würde. Ja, gut, er war Justiz, wahrscheinlich gerichtet an die Justiz. Er war an die Justizgerichte, wurde da weitergeleitet. Da kann ich auch nichts. Ja. Scheiße, ne? Selber, dass man Justiz. Ja, ja. Scheiße. Ja, scheiße. Scheiße, dass sie jetzt mit meinem Gelände verlassen. Können Sie mal bitte auch Fotos von uns machen? Wieso? Was denn, ne? Weil ich recht darauf habe, auf mein Bild. Und ich möchte nicht, dass er Fotos von uns macht. Ja, und wir haben uns was lassen an mit Videoaufzeichnung und entweder. Sie müssen sich trotzdem eine Genehmigung holen. Also die Pressefreiheit. Das ist das Privatgelände, wo Sie gerade stehen. Und? Das hat damit nichts zu tun. Ja, Sie können auf Ihrem Privatgelände trotzdem immer nicht tun und lassen, was Sie wollen. Ja, aber also, wo leben wir denn? Alter? Aber Sie können das auf meinem Privatgelände? Nein. Also wirklich, das mache ich doch auch nicht. Ich stehe doch nur hier. Ja, also, ja. Ich habe Ihnen immer noch nicht das Du angeboten. Das interessiert mich nicht. Okay, dann wollte ich jetzt was mit mich hat auch keiner gefragt, ob man einfach was auf Twitter posten kann, was, ne, was der momentanen Wahrheit nicht entspricht. Was? Hat doch die Bundesregierung bestätigt. Trotzdem, ja. Bin ich drauf. Ja, und wenn mein Opa mir sagt, Alter, hau dem jemanden von der Presse einen in die Schnauze rein, dann darf ich das auch. Und nee, mein General möchte auch keine Fotos haben von sich. Ja, dann machen Sie es dann. Das mit dem Dürfen ist eine andere Sache, aber die mache ich wahrscheinlich. Nee. Das hier ist ja kein laufender Einsatz, das darf ich ja. Nein, aber wenn der General nicht sagt, dass er Fotos haben möchte und er sagt, er möchte es nicht, dann verstehe ich nicht, warum sie trotzdem Fotos machen. Billy, lass ihn doch. Lass ihm doch sein Persönlichkeitsrecht. Ja. Ich wollte nur mitteilen, dass Fotos. Er ist ja nicht Fokus, von daher dürfte ich es. Und wir auch Fotos zu machen? Junge, in welchen Kasperfall bin ich denn hier gelandet, Alter? Hä? Die Herren vom KZ-Server, erstmal vielen lieben Dank für die Reparatur. Jo, Dankeschön. Danke euch recht herzlich. Komischerweise erst seitdem Sie hier sind, ne? Noch gute Fahrt. Hab ich so das Gefühl. Jetzt pass mal auf, Tigerschlüpper. Ich weiß gar nicht, warum du dich da von hinten meldest. Hä? Hat irgendjemand gesagt? Ja. Ein Blöd meld dich? Oder so? Was? Ja, wie war's? Ja, guck mal, mit was für Schlappen du hier ankommst. Hä? Ja, könnte ich dir sogar Bußgeld reindrücken. Kein festes Schuhwerk am Steuer. Ist gesetzlich, mein Freund. Meine Sind Sie jetzt gut zum Bösen hier, wenn ja, können Sie jetzt gehen. Ja, damit sind Sie ausgestiegen mit den Schlappen. Also erzählen auch Sie nicht. Auch als Taxifahrer. Ja, und dann noch als Taxifahrer. Wo steht denn, dass man keine Schlappen beim Fahren tragen darf? Hey, das muss nirgendwo stehen. Das ist einfach so. Haben Sie nicht gerade gesagt, das steht im Gesetz? Das ist gesetzlich, ja klar. Also ja oder nein? Jetzt nicht mal wieder. Ey, man hängt sich echt daran auf, was in diesen Scheißgesetzen drin steht oder nicht. Ne? Am liebsten würde ich dich auch einfach nur irgendwohin verfrachten und ganz dolle verbuddeln, damit du nicht mehr aufstehst. Ja, am liebsten. Bitte, komm. Aber geht ja leider. Geh einfach. Nö, ich darf auf meinem Gelände bleiben. Mann. So, wie machen wir denn jetzt weiter? Zuerst einmal, dass der Herr hier zu meiner rechten Seite die ganzen Fotos löscht. Das müssen Sie mit ihm klären. Löschen Sie die Fotos? Nein, Sir. Warum? Weil ich kein Bild von Ihnen gemacht habe. Sie waren nicht Fokus. Aber vom General. Der war auch nicht Fokus. Den haben Sie nicht fokussiert. Ich habe die Gesamtfläche gehabt. Ich sehe zwar Ihre Lippen bewegen, aber da kommt irgendwie nichts. Ah ja, weil ich gut, mich gerade über diesen Kasperhaufen hier amüsieren muss. Alter. Okay. Sehr amüsiere. Sehr. Wir tragen immer gerne zu Ihrer Erheiterung bei, also ein Tänzer. Also Sie machen hier Fotos von uns und sagen, Sie dürfen das. Ist schön. Wenn wir sagen, ich möchte nicht raus sein. Das ist einzig, dass Sie uns nicht darüber bedanken. Ja, dann müssen Sie uns trotzdem... undeutlich machen. Dass es Lebewesen hier in der Stadt gibt, ja, Alter, wo ich mein Amüsement finde. Öffentlich online kommt. Ja. Kein Sorge, ich verpickel in Deutschland. Das ist. Jeder soll seinen Spaß in Dortmund haben. Ne? Ja. Danke, dass Sie mir den geben. Ja. Vielen lieben Dank. Können Sie jederzeit wieder zu uns kommen. Mhm. Gut. Und jetzt aufs eigentliche Thema. Ja. Sehr Sie gerne. Sie nehmen diesen scheiß Twitter-Post jetzt. Nein. Oder? Negativ. Definitiv nicht. Okay.
Also, sie wollen es dann, wirklich drauf anlegen. Ja, tatsächlich. Ja. Das verstehe ich einfach nicht. Wieso man es drauf anlegen muss. Ganz einfach, weil ich mich im Recht fühle. Und wenn ich mich noch im Recht fühle, dann... Herr Sentenzer, ich verstehe Sie, vollkommen mit der Aussage. Na gut, dann lassen wir es. Ja. Kommt da noch was Konstruktives? Was? Kommt da noch was Konstruktives? Was Konstruktives? Ja. Das hätte ich mir von Ihnen echt mal gewünscht. Das Konstruktive. Aber anscheinend beherrschen Sie die Kunst des Vakuums. Mhm. Mhm. Ja. Oder wie? Das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Unkommentiert. Das zu meinem... zu Ihrem Bedauern... Mhm. Sprechen Sie sich aus, ich höre zu. Und? Schönes Bild gemacht? Ich habe ein Selfie gemacht. Ach so. Ja. Kann ich Ihnen was zu essen oder zu trinken anbieten, Herr Sentenzer? Da willst du auch inszeniert werden, ja. Sie sind halt nicht im Fokus. Labert noch was von Bildern und selber so nicht inszeniert werden. So dumm kann man nicht. Ich poste das ja nicht irgendwo. Oh ja, ich habe ein Selfie auch gemacht. Mein Logo und das hier kommt in die Zeitung. Jungs, ihr seid morgen ganz berühmte Jungs. Das brauche ich nicht. Oh Mann. Geht's noch? Was ist mit dem los? Was wollen Sie denn da fotografieren? Was war das denn gerade? Ich hab doch Ihnen gerade gesagt, da lag ein Stein, ja. Und wollte ich den Herrn darauf hinweisen, damit er da nicht drüber stolpert. Und in dem Moment, wo ich ihn darauf hinweise, bin ich drüber gestolpert und wollte mich an den Herrn eigentlich nur festhalten, damit ich selber nicht in die Schnauze falle. Ja, sorry, bin abgerutscht an der Schulter. Ey, oder kannst du mal bitte mit deinen scheiß Fotos aufhören? Warum hat der Teufel seine Großmutter erschlagen? Ja, passiert nun mal, ne? Kann man nichts machen, ne? Mhm. Können ja auch jetzt einen Ziegelstein vom Dach runterfallen und ihn auf den Kopf, ja? Ne? Ja. Ist halt nun mal so, ne? Ja. So. Oder der Herr, habe ich Sie nicht darauf hingewiesen, dass da unten ein Stein liegt? Hm? Genau. Habe ich Sie darauf hingewiesen? Ja, gesagt haben Sie es. Gut. Naja. Genau. Gut, Ronald. Ja. Wir machen hier weg. Jawohl. Wir sind Kasper-Verein. Na, wie gesagt, Sie wollen das auf die andere Tour. Gut. Mein Dann Gott. Wünsche ich noch einen Kriegen schönen Abend. Ja. Auf Wiedersehen. Und ja. Ja, was ja? Ja, vielleicht sieht man sich ja wieder. Dann ja, vielleicht in etwas entspannterer Atmosphäre. Nee, dann ist Karneval. Wenn man so. Ach so, oder wenn wir uns jetzt hier mit Ihrem Panzer anfahren. Wegen einem Twitter-Post. Oh je. Also, der Kollege hat doch gerade schon gedroht, dass morgen was in die Zeitung kommt hier von uns. Du, sie, wie auch immer, sie provozieren gerne, ne? Und dann, sie steht doch hier auf dem Gelände und provozieren die ganze Zeit. Na, ich meine jetzt aber hier dieses, dann kommen sie mit dem Panzer und sowas. Also ich meine, ich provoziere auch, ja, aber das, ne, mit diesem, kommen sie mit dem Panzer, ne? Das ist schon eine ganz andere Liga von Provokation, ne? So, aber sie wollen es auch wirklich wissen, ne? Sie wollen es wirklich wissen. Was wollen wir denn wissen? Erläutern Sie es mir doch mal.
Was wollen wir denn wissen? Dass es die Regierung gesagt hat, dass das momentan das offizielle Statement ist und somit erstmal als öffentlich anzusehen ist, bis das andere Statement da ist? Ich glaube, Sie haben gerade lieber andere Sorgen. Nee, im Moment noch nicht. Nee, der Herr, der hat, glaube ich, wichtigere Sorgen gerade. Mhm. Der wird sich schon drum bekümmern, keine Sorge. Na, dann ist ja gut. Was? Wer ist denn da? Junge, ich hab doch gesagt, Alter, ruf deine Betreuung an, Junge, lass mich in Ruhe. Wahnsinn, Bruder, komm, ich hau jetzt ab. Schönen Abend. Das wird ein super Film. Hast du alles auf Kamera, ja? Natürlich. Super. Ist das auch mit Absicht, dass man so laut redet, dass natürlich ich das höre? Mit Absicht, ne? Kein Problem, oh, so ist doch alles gut. Vom Herrn, ich hatte einen Vorschlag. Entschuldigung. Keiner von euch wird irgendwann vor Pedros stehen, Alter. Ich bin gleich wieder da. Oh, habt ihr auch mal schön auf Film? Gut. Boah. Wie kann man nur so sein? Oder? Ist doch der Hammer, ey. Gar nicht. Oh. Naja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was da noch kommt. Oder ob das nur heiße Luft war. Da wird gar nichts kommen.